Hallo, Herr Wilkens. Hallo. Ja, herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz bei der Teacher of the Year-Umfrage. Sie haben bei den Abstimmungen im Sommersemester 2011 aller VfH-Studierenden die meisten Stimmen bekommen. Klasse. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz vor, insbesondere auch, welche Fächer Sie unterrichten. Ja, mein Name ist Andreas Wilkens. Ich bin tätig an der Hochschule Emden-Leer. In diesem Jahr schon 40 geworden, verheiratet, zwei Kinder. Und ich bin jetzt seit 9 Jahren an der Hochschule Emden-Leer. Ich bin dort angefangen als Lehrbeauftragter. Und ja, damals hat man jemand gesucht für Mathematik, für die lineare Algebra. Und das ist ein Fach, was ich jetzt wirklich seit 9 Jahren durchgängig dort unterrichte. Ich habe noch einige weitere Fächer, also diskrete Mathematik, Betriebssysteme 1 und 2, theoretische Informatik, Einführung in die wissenschaftliche Projektarbeit, das fällt mir so momentan ein. Das sind so die Fächer, die ich hauptsächlich unterrichte. Ja, und wie sieht da Ihre Kurskonzepte aus? Können Sie vielleicht auch mal erläutern, was für Sie gute Online-Lehre bedeutet? Also ich bin eigentlich der Meinung, bei den Studierenden, die wir haben, ist ganz wichtig, dass man zeitunabhängig studieren kann. Das heißt, ich versuche das immer irgendwie so zu machen, dass die Studierenden dann studieren können, wenn sie Zeit haben. Also denken wir an die Eltern, Mütter oder Väter, die dann Zeit haben, wenn die Kinder im Kindergarten oder in der Schule sind, oder an die Berufstätigen, die abends Zeit haben, oder dann haben sie welche im Schichtdienst, die mal hier, mal da Zeit haben. Also es ist ganz schwierig, feste Termine zu finden mit so vielen verschiedenen Leuten, wo alle gleichzeitig können. Deshalb bin ich immer dafür, Dinge vorzubereiten, aufzuarbeiten, die zeitunabhängig dann gesehen werden können, wenn die Studierenden Zeit dafür haben. Das ist ein großes Merkmal, denke ich, was bei mir da ist. Ja, dann gehen Sie sehr auf die Bedürfnisse Ihrer Studierenden ein. Das ist klasse. Gibt es ein besonderes Erlebnis in Ihren Kursen, das Sie uns berichten möchten? Ein besonderes Erlebnis, ja. Ich fand das, als ich zum ersten Mal experimentiert habe mit Videos, mit Bildschirmvideos, die aufgezeichnet werden, die die Studierenden sich anschauen können, da fand ich sehr interessant, dass natürlich positive Rückmeldungen kamen, sonst hätte man es ja nicht fortgeführt. Aber ein Studierender sagte mir dann mal, er würde diese Videos in doppelter Geschwindigkeit schauen und würde trotzdem noch alles verstehen. Und deshalb fand er das ganz toll, dass es diese Möglichkeit gab, diesen Player in doppelte Geschwindigkeit einzustellen. Das war für ihn der doppelte Input quasi in der kürzeren Zeit. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Ja, nicht schlecht. Gut, wenn Sie einen Wunsch äußern könnten für die virtuelle Fachhochschule, was Sie verbessern, was würden Sie dann tun? Oh, ja. Was würde ich tun? Natürlich ist in der virtuellen Fachhochschule ist auch immer interessant, dass die Studierenden mal vor Ort sind, man sich noch persönlich sieht. Und ich würde mir, da wir in Emden natürlich so ein bisschen am Rand sind, super Reisemöglichkeiten für die Studenten wünschen, dass sie noch besser als bisher schon nach Emden kommen können. Und ansonsten wünsche ich mir für die Studierenden selbst vor Ort, dort wo sie sind, wo sie studieren, natürlich eine möglichst schnelle Internetverbindung, damit sie alles das, was sie übers Internet brauchen fürs Studium, auch in möglichst kurzer Zeit herunterladen können. Obwohl die Internetverbindung ja überall schon, die Breitbandverbindung schon besser wird. Ja. Ja. Dann noch eine letzte Frage. Welche Tipps geben Sie Dozenten, also Ihren Kollegen in der Online-Betreuung? Ja, größter Tipp, den ich da nur geben kann bei der Betreuung, ist, man schafft das nicht alleine. Man braucht ein Team und das ist auch das, was uns in Emden, denke ich, immer mit auszeichnet. Ich stehe da nicht alleine in der Betreuung, sondern ich habe ein Team hinter mir von erfahrenen wissenschaftlichen Mitarbeitern, die ganz viele Sachen schon regeln, ohne dass ich zwingend immer eingreifen muss. Das ist also das Geheimnis, denke ich. Man schafft es nicht alleine. Es sind unheimlich viele Studierende. Manchmal braucht man mit Einzelnen schon relativ viel Zeit, um Einzelheiten zu klären. Und da ist das ganz wichtig, dass man im Team arbeitet und viele Personen um sich hat, die eben auch in diesem Sinne arbeiten und versuchen, den Studierenden das Bestmögliche zu bieten an Betreuung. Ja, vielen Dank, Herr Wilkens, für das Interview. Ja, sehr gerne.